Herzlich willkommen bei Akkusport TV. Heute geht es nochmal um Flickflack. Auf dem Trampolin zum Beispiel, wie man ihn verbessern kann. Es gibt viele, die Schwierigkeiten haben in der Steuerung, um das alles genau präzise zu machen. Und dann kann man sich als Trainer Hilfsmittel finden, um das zu verbessern, damit derjenige das richtig lernt. Genau, wie gesagt, sie hat Angst. Das ist auch ein Grund, sie macht Fehler, die sie sonst normalerweise nicht machen würde. Ne? Ja, jetzt sieht man noch Fehler, indem sie, wenn sie die Hände aufsetzt, den Kopf nach vorne schiebt und dadurch die Schulter nach vorne drückt, ist der Kraftaufwand natürlich größer, als es sein müsste. Wir werden gleich mal ein anderes Beispiel sehen. Schon heute. Kein Problem. Sie beherrscht die Technik ganz anders. Von der Steuerung her und allem drum an. Sie hat dabei auch keine Angst. Springt ganz frei und es funktioniert in jeder Qualität, in allem ganz gut. Jetzt ist die Problematik, was machen wir in der Akrobatik? In der Sportakrobatik 5 Disziplinen, entweder Paare oder Trio oder eine Vierergruppe mit 4 Leuten. Jetzt müssen wir immer sehen, dass alle Leute das können. Sonst funktioniert das nicht. Ein individuelles Element wird nur gewertet, wenn alle das können, wenn es alle machen können. Deswegen müssen wir auch lernen, mit den Leuten gut zu arbeiten, die es nicht so gut können und nicht so gut lernen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Kniff. Und damit sie die Hände nicht so nach außen dreht, weil sie Angst hat. Eigentlich müsste sie mehr Angst haben, wenn sie die Hände nach außen dreht, weil der Kopf dann näher am Boden ist. Aber man kann sich helfen in dem Moment, damit sie spürt, was sie macht. Und dem macht, nimmt man das Seil hier dazwischen sozusagen. Und jetzt springst du flickflack so. Hopp. So, und jetzt merkt sie genau, aha, sie kann gar nicht auseinander. Und kann mit dem vielen Training kann sie erreichen, dass sie die Arme nicht so weit auseinander macht, sondern ordentlich setzt. Damit sie, wenn sie mit ihrem Partner turnt, sozusagen ähnlich so wie der turnt. Und zum Schluss schaut euch nochmal genau unten die Leiste an. Glocke drücken, gefällt mir drücken, gefällt mir nicht drücken und Kommentar, das wollen wir sehen.